Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch, betrachte die Sonnenblume. Nein. Jetzt gehen wir nochmal hier runter. Vogelbad. Können wir die Regenwürmer vielleicht reinlegen? Nee. Oh, ich habe echt die Vermutung, dass es was mit dem Angeln zu tun hat. Aber ich kann doch jetzt hier nicht bis Gott weiß wann angeln. Vor allem, wir haben das Buch gelesen, sind dadurch ein paar Level aufgestiegen, haben mit Arbor geredet und sind dadurch aufgestiegen. Aber alles andere bringt uns ja immer nur ein Level hier. Das kann ja nicht wirklich sein, oder? 36. Ja, ja, ein Klassiker. Einfach mal die Würmer reinnehmen. Die Regenwürmer geben gute Köder ab und sollten meine Erfolgschancen beim Angeln steigern. Ja, es ist... Ich hänge immer es ist jetzt nur witzig, weil sie ja jetzt eigentlich die Ohrringe dran hat. Ich habe Köder und ich habe einen Blinker an der Angel. Besser geht's nicht. Ach so, jetzt hat sie beides. Ja, aber das hatten wir doch vorhin auch schon. Nein! Nein, das kann nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. Und hier kommen wir nicht rein. Ich gehe. Ja, dann. Da ist nämlich Mutti. Dort geht es hinauf zum Thronsaal. Mutter wird mit eiserner Disziplin die Staatsgeschäfte lenken, während Papa an den Lebensbaum gelehnt dasitzt und nachdenkt. Oder schläft. Ach, Mann. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Betrachte... Ein handlicher, glatter Stein. Aber sag bloß, den können wir nehmen. Oh mein Gott. 10-mal dran vorbeigerannt. Ja, sehr schön. Gut, dann muss der Abo aber gar nicht wissen, dass wir uns seinen tollen Hirtenhund ausgeliehen haben. So, wehe, das funktioniert jetzt nicht. Zerstampfe die Zutaten, juhu! Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Elfenhain nie etwas Ekelerregenderes zusammengemixt wurde. Wow, ich hoffe, das ist ein Scherz. Lecker! Ein leckerer Trank. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nur, dass ich dieses Gebräu nicht trinken werde, bevor ich nicht noch einmal mit dem Medizinbuch darüber gesprochen habe. Ich will wissen, gegen welche Krankheit ein Trank helfen soll, der aussieht, als sei er schon mehrfach verdaut worden. Ich habe ja so die Vermutung, ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin gesagt habe, ich habe ja so die Vermutung, dass die gute Ivo gar nicht wirklich krank ist. Krank ist der falsche Ausdruck. Behaupte ich jetzt. Na, wo drückt denn der Schuh? Der Trank ist fertig. Der Trank ist fertig. Aber du erwartest doch hoffentlich nicht ernsthaft, dass ich das trinke. Du musst. Cheep, cheep. Cheep, es tut mir... Ja, ich weiß, aber... Das ist, Medizin. Naja, ich hab dir doch gesagt, dass ich mich nicht gut fühle. Und das Medizinbuch hier meint, es könne etwas Ernstes sein. Er meckert jetzt. Sie muss es trinken. Eine saure Metusfrucht, süßer Honig und salziger Fisch. Das sollte Klarheit bringen. Alle Geschmacksrichtungen zusammen. Also gut, runter mit dem Zeug. Das ist ekelerregend. Das ist Medizin. Die soll nicht schmecken. So ist es gut. Ganz austrinken. Gar nicht so schlimm wie gedacht. Eigentlich sogar ziemlich lecker. Könnte durchaus noch ein Glas davon trinken. Herzlichen Glückwunsch, Ivo. Du bist schwanger. Ich wusste es. Ich wusste es. Du bist schwanger, Errungenschaft. Ich habe es so gewusst. Vor allem, als sie gerade bei den Pflanzen auch noch geheult hat.
Von wem? Von Nate? Nein, 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 das ist völlig unmöglich. Chip ist schon umgefallen? Du musst dich irren. Das ist es, eine Fehldiagnose. Du bist eine Elfe und sagst zu dem Trank, ziemlich lecker, ich könnte glatt noch einen davon trinken? Da sprechen die aus dem Gleichgewicht geratenen Hormone. Oh ja. Ich habe keine Hormone. Ich... Cheap, nein. Das Buch hat einen Fehler gemacht. Ich will jetzt wissen, von wem. Ich kann gar nicht schwanger sein. Ich habe nie... Naja, es ist Nate, hundertprozentig. Wer soll es sonst sein? Der schmierige Prinz da? Das glaube ich nicht. Ich kann gar nicht schwanger sein. Ich habe nie mit Nate zur Sommersonnenwende im heiligen Wasser gestanden und dort das Lied des Lebens angestimmt. Wieso? Wie machen Menschen oh, das? Typ erklärt. Sie tun was? Elfen und Menschen können zusammen Kinder zeugen. Aber ohne Sex wird das nichts. Seht ihr, wir hatten nie Sex. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber die Diagnose ist eindeutig. Schwanger? Oh Mann. Okay, mal angenommen, ich bin schwanger. Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Wie hat sie jetzt echt nicht mit Nate? Ja, dann bin ich gespannt, wie das zustande gekommen ist. Tun wir mal so, als wäre ich schwanger. Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Wenn wir ausschließen, dass das Kind auf natürliche Weise gezeugt wurde, wovon wir in diesem Fall einmal ausgehen wollen, dann bleiben nur noch die unkonventionellen Empfängnismöglichkeiten. Hast du mit einem Kobold einen Vertrag bezüglich eines Kindes Nein. abgeschlossen? Kind gegen Gold oder Königreich Nein. zum Beispiel? Nein. Sind dir Götter in Stiergestalt im Traum erschienen? Haben Engel mit dir gesprochen? Nein. Sind in letzter Zeit Sterne vom Himmel gefallen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Zauber oder ein Fluch. Aber das ist nicht mein Fachgebiet. Ich wünschte, es wäre so, Cheap. Aber ich spüre, dass es recht hat. Ich bin schwanger. Okay, Mutter darf auf keinen Fall etwas bemerken. Eins ist klar, Mutter darf davon nie etwas erfahren. Ich weiß auch nicht. Meinst du, man wird den Bauch erkennen? Oh. Du hast recht. Und es ist der Thronfolger oder die Thronfolgerin. Das können wir nie geheim halten. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, aber ich bin anscheinend schwanger. Und wenn alle anderen Möglichkeiten wegfallen, muss ein Fluch dafür verantwortlich sein. Das ist großartig. Was? Was ist daran großartig? Nein, nein, so meinte ich das natürlich nicht. Aber überleg mal, ich verflucht? Das klingt nach einem Abenteuer. Ach so. Ist doch klar, was wir jetzt machen. Wir fragen Erzmagier Alistair. Er ist der weiseste Zauberer im Reich der Menschen und er ist ein Freund. Er wird uns sagen können, was das alles zu bedeuten hat. Oh nein, das wirst du nicht. Schon mal darüber nachgedacht, wer auf mich aufpassen sollte, damit so etwas nicht passiert? Cheep Cheep wollte petzen gehen. Wir müssen nach Seefels reisen. Alistair wird Antworten für uns haben. Wir müssen ihn im Magierturm zu Seefels aufsuchen. Nur, wie kommen wir dahin? Seefels ist viele Tagesreisen von hier entfernt. Ja, fliegen ist schön und gut. Vielleicht kannst du es mir ja beibringen. Nein, wir brauchen ein schnelles Transportmittel. Und dann sind da noch die Schildwachen an der Grenze. Sie können mit ihren Langbögen einer Fliege aus 400 Metern Entfernung ein Auge ausschießen. Und tun das auch, sollte die Fliege ohne Erlaubnis das Waldlandreich betreten oder verlassen. Es sei denn, man kennt die aktuelle Losung, richtig. Du kennst das heutige Losungswort bestimmt nicht, oder, Cheep? Das Losungswort der Schildwachen am Waldrand. Kennst du es?
Das habe ich befürchtet. Seit ich damals den Elfenhain unerlaubt verlassen habe, haben die Wachen den Befehl, mich wie jede andere Elfe zu behandeln. Das heißt, ich werde an der Grenze des Landes abgewiesen, sofern ich das Losungswort nicht weiß. Und genau das ist das Problem. Mutter wählt jeden Tag ein neues Wort aus und mir wird sie es garantiert nicht verraten. Ach, warum kennst du das Losungswort nicht? Du weißt doch sonst immer alles. Hey, alles wissen. Mutter Spiegel. Oh. Man sagt, er sei nahezu allwissend. Er könnte auch das Losungswort kennen. Ja, vielleicht weiß er sogar, warum ich schwanger bin. Ich würde aber trotzdem lieber nach Seefels und mir Alice das Rad einholen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir Licht in die Angelegenheit bringen, Cheep. Wenn wir Glück haben, erfährt sie nie etwas davon. Oder der Erzmagier kann Mutter beruhigen und ihr klarmachen, dass weder du noch ich uns etwas zu Schulden haben kommen lassen. Wenn es ein Fluch ist, bin ich immerhin das Opfer, nicht die Täterin. Ja, ich weiß auch, dass sie uns so oder so die Schuld geben wird. Aber besser, wir haben einige Antworten im Gepäck, als einfach nur die Tatsachen zu präsentieren. Meinst du nicht auch? Na also, eine Transportmöglichkeit und das Losungswort. Auf geht's! Okay. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal bei dem Spiegel an. Also bei dieser magischen Schale hier. Tja, ein allwissender Spiegel. Das wäre in meiner Situation mehr als praktisch. Die Frage ist nur, wie man den Spiegel beschwört. Ich habe das noch nie gemacht. Hier sind drei Symbole auf dem Boden der Schüssel. Was könnten sie bedeuten? Oh, ist das vielleicht ein Rätsel? Oder wird das eins? Jedes Symbol zeigt einen Tropfen. Mal ist eine Linie darunter, mal darüber und hier ist ein Kreis, der den Tropfen durchdringt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich habe die Symbole schon mal gesehen. Oben im Tonsaal, wenn ich mich nicht irre. Okay, ich frag mal eben Arbor, der weiß doch mal so viel. Du lässt es dir gut gehen. Was kann ich? Ich muss den Elfenhain verlassen. Du, Arbor, ich muss den Elfenhain für ein paar Tage verlassen, wie es scheint. So? Mit der Erlaubnis deiner Mutter? Nicht so richtig. Das wird ihr nicht gefallen. Aber man muss tun, was man tun muss. Ich wünsche dir eine gute Reise. Danke. Und ich verrate niemandem, dass ich dir erzählt habe. Das wäre ja auch noch schöner. Bleib nur nicht zu lange weg. Du weißt ja, die Zeit läuft draußen viel schneller ab als hier im Waldlandreich. Natürlich. In der Außenwelt altern wir wie Menschen. Daher meiden die meisten Elfen sie wie die Bäume das Feuer. Schön gesagt. Ich bin ja dafür, dass der Arbor mitkommt. Wie genau funktioniert das mit dem Schwangersein? Sag einmal, du kennst dich doch mit der Natur aus. Wie genau funktioniert das mit dem Kinderkriegen? Keine Ahnung. Habe ich mich auch schon gefragt. Die Bienen bestäuben die Blumensamen werden vom Wind fortgetragen und eine neue Pflanze wächst. Einfach und nachvollziehbar. Aber Elfen, Menschen und Zwerge produzieren keinen Nektar. Was habt ihr den Bienen anzubieten? Außerdem wachsen unsere Kinder nicht in der Erde, sondern in uns. Ich weiß. Ist das nicht bizarr? Ich find's irgendwie lustig. Hast du Mutter mal beobachtet, wie sie den magischen Spiegel beschwört? Weißt du, wie man den magischen Spiegel beschwören kann? Sehe ich aus wie ein Zauberer oder Priester? Vielleicht hast du Mutter mal beobachtet. Klar, viele Male. Sie kippt Wasser aus drei verschiedenen Kelchen in die Schale und murmelt vor sich hin. Irgend so ein Elfenpriester-Magie-Quatsch. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich auch nicht. Ich muss weiter. Arbeit. Nö. Okay, dann werden wir jetzt erstmal versuchen, in den Thronsaal reinzukommen. Aber wahrscheinlich klappt das nicht so ganz. Wir haben oben noch die Karaffe mit ein bisschen Wasser drin. Aber ob das wirklich weiterhilft, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ah, wir können hinauf zum Thronsaal.
Es hilft nichts. Ich muss Papa sprechen. Ivo, ich dachte, wir hätten vereinbart, dass du in deinem Zimmer bleibst. Oh, Mutti, ich bin kein kleines Mädchen und lass mich nicht einsperren. Ich bin schwanger. Ich werde nicht schlanker, wenn ich in meinem Zimmer herumsitze. Ich habe mein Zimmer nur verlassen, um etwas trainieren zu können. So? Du hast es selber gesagt. Ich habe ein paar Unzen zugelegt und die werde ich nicht los, indem ich den ganzen Tag in meinem Zimmer auf dem Bett liege. Woher die plötzliche Einsicht? Ich kann mich nicht ewig fragen, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Vielleicht ist heiraten doch keine so schlechte Idee. Ganz sicher nicht. Und wenn du fleißig trainierst, wird Prinz Lalios dich schon mögen. Sicher, fein. Wir sollten dann auch deine Haare richten und ich leihe dir eins meiner eleganten Kleider, wenn du das dann wenigstens richtig trägst. Alter, die Mutter. Ja, super, dann geh ich mal los, trainieren. Ich würde dir gerne behilflich sein, aber ich habe schrecklich viel zu tun. Ja, klar, zu tun. Rumstehen. In Seefels scheint eine Art Seuche ausgebrochen zu sein. Eine Seuche in Seefels? Es ist seltsam, aus dem ganzen Mittelreich erreichen uns Berichte. Gegenstände und Wesen wurden verwandelt. Was meinst du damit? Die Lage ist unklar. Es scheint, als würde irgendeine fürchterliche Macht nach und nach das ganze Land verändern. Erinnerst du dich an die Geschichte des Nichts? Eine große Schwärze, die ein fantastisches Reich nach und nach verschlang? Oh, die unendliche Geschichte. Natürlich. Dieses Mal ist es schlimmer. Es ist pink. Oh mein Gott, Mutter. Eine Seuche in Seefels. Ob das der richtige Ort für mich und was da ist? Andererseits sind Wilbo und der Erzmagier in Seefels. Vielleicht kann ich ihnen bei der Bekämpfung der Seuche helfen, so wie sie mir hoffentlich bei meinem Problem helfen können. Und das hier ist der Vater, der da total fertig in der Ecke liegt, ja, unter dem Baum. Ja, können wir denn nochmal mit der Mutti sprechen? Sollen wir ihr sagen, dass wir schwanger sind? Man kann Mutter viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht fleißig ist. Im Gegenteil, sie arbeitet für drei, weil sie anderen nicht zutraut, die Arbeit genauso gut zu erledigen. Und hier sind auch die besagten Symbole. Wir können nochmal mit ihr sprechen. Wollen wir ihr sagen, dass wir schwanger sind? Mutter? Aber vielleicht kann sie uns dann helfen, wenn wir sagen, es war ein Fluch. Ja, Ivodora. Findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Du glaubst wirklich, dass dieser Prinz zu mir passt? Findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Du bist nicht wirklich dick, meine Liebe, aber auch nicht perfekt. Muss ich denn perfekt sein? Man ist nie perfekt, aber man sollte immer danach streben. Wenn man einmal zufrieden mit sich ist, fängt man nur an, nachsichtig zu werden. Unzufriedenheit kann einen weit bringen, mein Schatz. Also ist Mutti auch ein bisschen unzufrieden? Warum willst du unbedingt, dass ich diesen Prinzen heirate? Weil ich glaube, dass es das Beste für dich ist. Und wenn ich ihn nicht mag? Dann wirst du lernen, ihn zu lieben. Warum kann ich mich nicht erst verlieben und dann heiraten? Und was, wenn du dich nicht verliebst? Willst du dann nie heiraten? Sei nicht kindisch, Ivodora. Ach, Mutter. Weißt du schon, was wir gegen die Seuche in Seefels unternehmen wollen? Unternehmen? Nichts, mein Schatz. Es ist eine Angelegenheit der Menschen. Wir beobachten nur. Wie wäre es, wenn wir einmal ein Problem lösen, anstatt zu warten, dass es sich von alleine löst? Wenn Alistair meinen Rat wünscht, sollte er sich melden. Und bisher hat er das nicht getan. Aber... Ich dränge mich niemandem auf. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Bis später, Mutter. Mach kein Gesicht wie 7 Stunden Regenwetter, Ivo. Lächeln. 7 Stunden vor allem. Ja gut, dann können wir das wohl nicht mehr sagen, dass wir schwanger sind. Aber ich glaube, wenn wir es gesagt hätten, hätte sie auch bestimmt darauf erwidert, dass wir uns das nur ausdenken, um einen Grund zu haben. Warum Ivo zugenommen hat, könnte ich mir jetzt vorstellen. Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegelschale im Garten.
Keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist Mutters Fachgebiet. Aha. Also einmal ist der Tropfen oben, dann unten und einmal im Kreis. Das Symbol befindet... Hier ist Muttis Thron. Nur Priesterinnen ist es erlaubt, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Bisher hat meine Mutter noch nicht versucht, mich zu einer Priesterin zu machen. Wenn ich Glück habe, bleibt es dabei. Okay, so, das hier ist also der Vater. Aber mit dem sprechen wir erst in der nächsten Folge. Ich werde jetzt mal eine Aufnahmepause machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!